Alone in the Dark wurde als Vorreiter des Survival-Horrors gefeiert und hat seit seinem Debüt im Jahre 1992 einen bedeutenden Einfluss auf die Videospielwelt ausgeübt. Das erste Spiel der Serie setzte neue Maßstäbe und das nicht nur für das Genre, indem es immersive 3D-Umgebungen mit vorgerenderten Hintergründen kombiniert und Spieler in die Rolle eines Detektiven versetzte, der sich mit übernatürlichen Bedrohungen auseinandersetzt. Im Laufe der Zeit hat sich die Serie weiterentwickelt und verschiedene Ausprägungen angenommen. Während der erste Teil in einem düsteren Herrenhaus spielte, fand sich der Spieler im zweiten Teil auf ein Geisterschiff wieder. Und im dritten Teil bot sich ein unerwartetes Western-Setting. Spätere Ableger wie Alone in the Dark, The New Nightmare und Alone in the Dark 2008 versuchten, die Serie durch Modernisierung und zeitgemäßen Gameplay-Mechaniken neu zu beleben. Jedoch verlor die Marke im Laufe der Jahre ihr einstiges Alleinstellungsmerkmal, da jeder Teil sich so stark von seinem Vorgänger unterschied, dass der ursprüngliche Zweck des Namens verwässert wurde. Vom Urvater des Horrors bis zur Vergessenheit. Dies ist die Geschichte von Alone in the Dark. Alone in the Dark ist ein Survival-Horror-Spiel aus dem Jahre 1992, das von Frédéric Reynal für den PC, damals noch über Disketten, veröffentlicht wurde. Das Spiel spielt in Louisiana der 1920er Jahre. Als Protagonist untersucht man einen vermeintlichen Selbstmordfall. Dieser ereignete sich in einem Herrenhaus. In diesem Herrenhaus befindet man sich auch die meiste Zeit über. Dort begegnet man noch Kreaturen, gegen die man sich zur Wehr setzen kann. Auch kann man ihnen aber aus dem Weg gehen. Das Spiel brachte Mechaniken in das Genre, die die späteren Spiele maßgeblich geprägt haben. Nicht nur hat das Spiel die vorgerenderten Hintergründe zum Standard werden lassen, auch brachte es die festen Kameras in das Genre sowie das Item-Management. Zwar hat das Spiel diese Mechaniken nicht erfunden, doch ist dieses Spiel der Grund, dass spätere Survival-Horror-Spiele so wurden, wie sie wurden. Und somit wird Alone in the Dark aus dem Jahre 1992 als Pionier des Genres angesehen. 1991 erwarb das französische Entwicklerteam Infogrames die Rechte des Pen-and-Paper-Abenteuers Call of Cthulhu. Daraufhin setzten sich die Entwickler zusammen und überlegten sich, wie sie dies nun am besten als Videospiel umsetzen können. Sie wollten ein Horrorspiel erschaffen, das es so zuvor noch nicht gab. Frédéric wollte das Spiel in voller 3D-Grafik erstellen. Jedoch meinten die anderen, es sei aufgrund der technischen Einschränkungen nicht möglich, dies umzusetzen. Frédéric aber war so verbissen in seiner Idee, dass er es den anderen zeigen wollte. Und so setzte er sich mehrere Wochen hin und begann an einer 3D-Animations-Engine zu arbeiten. Dies führte jedoch zu Meinungsverschiedenheiten mit dem CEO von Infogrames, da er meinte, es sei nicht möglich, er soll es doch lassen. Und entgegen seiner Erwartungen schaffte es Frédéric doch eine Engine zu erstellen, die das ermöglichte. Und so begannen die Arbeiten an Alone in the Dark. Da man anfangs noch keinen richtigen Stil für das Game hatte, startete Frédéric einen internen Wettbewerb. Jeder sollte seine eigene Darstellung des Settings aufzeichnen. Gilberes, oder wie man das auch immer aussprechen soll, holy shit, was ist das für ein Name. Eine Grafikerin, die eigentlich nicht mehr lange bei Infogrames arbeiten sollte. Weil sie nur einen befristeten Vertrag hatte, reichte eine Zeichnung ein, die Frédéric so gut fand, dass sie ab dem Zeitpunkt die Arbeit hatte, den Stil des Spiels gleichbleibend zu gestalten. Im September 1991 präsentierte Frédéric und sein Team einen ersten Proof of Concept ihres Horrorspiels. Das Konzept stoß nicht auf viel Anerkennung, doch als der CEO von Infogrames, der anfangs noch gegen die Idee war, das Konzept sah, änderte er seine Meinung und unterstützte das Team. Schlussendlich sah er so viel Potenzial in dem Projekt, dass er das Entwicklerteam von 3 Personen auf 7 aufstockte. Während dieser Produktionsphase erhielt das Spiel mehrere Arbeitstitel, darunter In the Dark, Scream in the Dark, The Haunted House, Darkness, Alone, Nightmare, House of Doom und The Ghost House. Schließlich einigte man sich auf den Namen Alone in the Dark. Um die Geschichte des Spiels noch etwas auszuschmücken, engagierte das Team Hubert Cadot, ein Drehbuchautor, der für 20th Century Fox die halt gearbeitet hatte. Hubert umschrieb die Handlung des Spiels in nur 3 Tagen und schrieb auch den größten Teil der Dialoge. Obwohl man noch die Rechte an Call of Cthulhu hatte, ließ das Team sich eher von anderen Horrorproduzenten wie Dario Argento und George A. Romero inspirieren. Die Lizenz an dem Call of Cthulhu-Universum wurde ihnen dann mitten in der Produktion wieder entnommen. Manche behaupten, es sei auf die wenig komplexe Spielart des Spiels zurückzuführen, da sie nicht an die Standards des Pen-and-Papers-Spiels reichen könne. Wieder andere behaupteten, es sei darauf zurückzuführen, dass man sich zu weit weg von dem H.P. Lovecraft
Lovecraft-Universum wegbewegte. Was der tatsächliche Grund ist, das weiß man nicht. Frederick erzählte in einem Interview, dass ein paar Polygone, aus das das Spiel besteht, nicht reichen würde, um den Spieler zu ängstigen. Um aber doch Angst im Spieler hervorzurufen, baute man Hintergrundinformationen der jeweiligen Situation und Kreaturen ein. Verteilt in Textform, die der Spieler lesen kann. Er meinte, die Situation eine tiefgründige Hintergrundgeschichte zu geben, würde die Situation gefühlsmäßig stark verändern. Was den Zeitraum angeht, entschied Frederick, das Spiel 1920 spielen zu lassen. Dafür entschied er sich, um die Nutzung von modernen Gegenständen und Waffen zu umgehen. Da man das nicht wirklich ins Spiel einbauen konnte und nicht wollte, um die Atmosphäre nicht zu zerstören. Um die Angst der Spieler noch weiter zu erhöhen, wurde das Spiel so konzipiert, dass einfache Aufgaben wie das Gehen durch einen Flur, das Öffnen einer Tür oder das Lesen von Büchern möglicherweise zum Tod des Spielers führen konnte. Durch die feste Kameraperspektive war es möglich, unvorhersehbar auf Feinde zu treffen, die einen dann das Leben nehmen können. So auch, wenn man Texte liest. Hier waren die Feinde dann in der Umgebung nicht pausiert, während man am Lesen war. So wollte man das Gefühl übermitteln, selbst bei den einfachsten Tätigkeiten sich unwohl zu fühlen. Auch wollte man tatsächliche Bilder eines Herrenhauses verwenden, um sie dann als vorgerenderte Hintergründe einzusetzen. Dies war so aber nicht umsetzbar und man setzte auf handgezeichnete Bitmaps. Der Soundtrack von Alone in the Dark wurde vom hauseigenen Komponisten Philippe Vachey erstellt. Man zeigte ihm Bilder der Umgebung und der Kreaturen und wie sie sich bewegen. Daraufhin sollte er dann einen passenden Soundtrack erschaffen. Und das gelang ihm auch. Frederick ließ am Anfang des Spiels bestimmte Soundtracks laufen, sobald eine Kreatur zu sehen war. Im späteren Verlauf ließ er dann auch Soundtracks willkürlich laufen, obwohl keine Kreatur in der Nähe war. Somit wollte er bei dem Spiel ein Gefühl der Angst erzeugen. Im Laufe der Produktion fügten einige Entwickler Ideen ein, womit Frederick nicht wirklich einverstanden war, da er meinte, das würde dem Spiel schaden. Frederick wurde zunehmend unzufriedener mit seinem Projekt. Er meinte, wenn das Spiel so veröffentlicht würde, würden alle so seine Fehler sehen. Ein paar Jahre später erzählte er in einem Interview, dies sei das Trauma seines Lebens gewesen. Trotz dass das Spiel ein voller Erfolg war und er beauftragt wurde, einen zweiten Teil zu entwickeln, allerdings sollte er auch für den zweiten Teil die gleiche Engine benutzen, was Frederick für eine zu große Einschränkung empfand, verließ er kurz danach das Team. Alone in the Dark erhielt bei der Veröffentlichung positive Kritiken und wurde von vielen als bahnbrechendes Medienstück gefeiert. Das französische Gaming-Magazin beschrieb das Spiel als eine echte Revolution im Gaming-Bereich, sowohl spielerisch, grafisch als auch atmosphärisch. Im Februar 1997, also 5 Jahre nach Erstveröffentlichung, wurde berichtet, dass Alone in the Dark 600.000 Exemplare verkauft hatte und bis Januar 2000 war diese Zahl auf 2,5 Millionen gewachsen. Das Spiel gewann noch einige Auszeichnungen, darunter Videospiel mit der besten Grafik, das beste französische Spiel 1993 und das beste ausländische Spiel 1993. Viele behaupten, dass Alone in the Dark das erste Survival-Horror-Spiel sei. Doch das ist es natürlich nicht. Jedoch ist es ein wichtiges Spiel in dem Genre gewesen, was viele andere Spiele nachhaltig geprägt hat. Auch Resident Evil-Schöpfer Shinji Mikami entnahm Alone in the Dark die Ideen mit den festen Kamerawinkeln. Er meinte, wenn man eine feste Kameraposition hat, kann man die Umgebung viel detaillierter gestalten. Und das sollte sich bewahrheiten. Mikami erzählte in einem Interview, dass das erste Resident Evil ein Ego-Shooter-Spiel werden sollte und er mit der Umsetzung ziemlich unzufrieden war. Durch Alone in the Dark bekamen wir dann das Resident Evil so, wie wir es heute kennen. Diese Information hätte auch hervorragend in mein vorheriges Video gepasst. Na, auf zu Spiel 2. Check in the Dark. Check in the Dark war ein als Teaser für Alone in the Dark 2 produziertes Kurzspiel, das 1993 veröffentlicht wurde. Das Spiel befand sich auf einer einzelnen Diskette in einer goldenen Verpackung mit einer Check in the Box Illustration auf der Oberseite. Es war sowohl eine Technikdemonstration, als auch eine nicht ganz ernst gemeinte Vorgeschichte für Alone in the Dark 2. Das Mädchen Grace, bekannt aus dem zweiten Teil, ist zu Weihnachten in einem Spielzeuggeschäft eingeschlossen. Die Spielzeuge sind lebendig und ihr Anführer, One-Eyed Jack in the Box, hat den Weihnachtsmann entführt. Grace muss sich im klassischen Stile von Alone in the Dark mit dem bösen Spielzeug auseinandersetzen und diverse Rätsel lösen. That's it. Wie schon gesagt, es ist ein kurzer Teaser zu Alone in the Dark 2. Alone in the Dark 2 erschien kurz nach der Veröffentlichung von Check in the Dark für den PC. Das Spiel wurde in Check in the Dark erstmals per Bilder, die man im Spiel sieht, angekündigt. Alone in the Dark 2 ist eine direkte Fortsetzung des ersten Teils und spielt 4 Jahre danach, in der Weihnachtszeit 1924. Den Horror, den der erste Teil noch hatte, wurde in der Fortsetzung deutlich zurückgeschraubt und die Prämisse des Spiels sind nun Piraten. Das einzige, was man mit Horror hier in Verbindung bringen kann, ist, dass es ab und zu auch um Schwarzmagie oder Voodoo geht und dass ein paar wenige Feinde von Geister besessen sind. Diese sehen dann auch etwas mehr nach Zombies aus. Dies ist jedoch alles. Keine hinkenden, wandelnden Leichen mehr oder Kreaturen, die dich anknabbern wollen, wie es noch im ersten Teil der Fall war, sondern weitestgehend normale Menschen, die nun mit Waffen auf dich schießen. Somit gehört das Spiel auch nicht mehr zum Survival-Horror, sondern nun ist es ein Action-Adventure. Die Spielwelt ist
nun etwas größer. Also es gibt mehr Schauplätze, wie natürlich auch wieder ein Herrenhaus, Gärten, ein Piratenschiff und eine Höhle. Diese sind aber nicht mehr wirklich frei erkundbar, sondern eher linear. Auch hat man nun eine Handvoll Waffen, mit der man sich zur Wehr setzen kann. Zu der normalen Erkundung, der Kämpfe und dem Rätsellösen bekommt man hier noch eine Stealth-Passage in dem Spiel, wo man Grace, ein Kind, spielt. Hier schleicht man um die Gegner herum und kann gewöhnliche Haushaltsgegenstände in Sprengfallen verwandeln, um so den Feinden zu entkommen. 3 Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels, also 1996, wurde das Spiel nochmal leicht überarbeitet, nochmal auf der Sega Saturn und der PlayStation veröffentlicht. Diese Versionen beinhalten ein paar weniger zusätzliche Zwischensequenzen, ein kleines Level mehr und einen überarbeiteten Sound. Bei den Kritikern kam das Spiel eher durchwachsen bis negativ an. Der Großteil der damaligen Magazine meinte, das Spiel sei okay, aber es sei halt keine gute Fortsetzung. Man hätte den Charme und die Arbeit des ersten Spiels nicht aufgefangen und ging in eine komplett andere Richtung. Die Portierung auf die Konsolen wurden besonders kritisiert. Hier waren sich alle einig, dass das Spiel Schnee von gestern sei, also veraltet. Und nach der Veröffentlichung von Resident Evil hätte vor allem der zweite Teil von Alone in the Dark keine Daseinsberechtigung mehr. Die Briten allerdings waren 1994 sehr überzeugt von dem Game. So sehr, dass sie es zum damals 7. besten Computerspiel aller Zeiten kürten. Sie schrieben, es sei ein unglaublich fesselndes und filmisches Erlebnis. Damit standen sie allerdings alleine da. Ein Jahr später, 1995, erschien Alone in the Dark 3 und ist, wie der zweite Teil, eine direkte Fortsetzung seines Vorgängers. Zwar wurde das Spiel immer noch von Infogrames entwickelt, jedoch wechselte die Marke intern nun zu einem anderen Entwicklerteam. Dies führte zu einigen, jedoch kleinen Veränderungen im Design und Gameplay. Man spielt wie in den Spielen zuvor wieder den Privatdetektiv Edward, der sich mittlerweile einen Namen als Supernatural-Detektiv erarbeitete. Ein Jahr später, nach den Ereignissen des zweiten Teils, bekommt er einen Auftrag, das Verschwinden einer Filmcrew zu untersuchen. Es sollte ein Westernfilm in einer alten Westernstadt gedreht werden. Jedoch wimmelt es dort anfangs noch von Zombies, bis in den späteren Spielverlauf dann verhäuft auch radioaktive mutierte Mutanten erscheinen. Und böse Geister. Die Filmcrew wird vom Antagonisten Chad Stone entführt, der ein böser Cowboy ist. Das Spiel hat also genauso wie der zweite Teil eine deutliche Änderung des Settings seines Vorgängers. Und ja, hier wurde der Horror wieder zurückgebracht. Somit gehört das Spiel auch wieder zum Survival-Horror-Genre. Alone in the Dark 3 ist das erste Spiel der Reihe, das direkt auf einer Disc und für mehrere Computerformate gleichzeitig veröffentlicht wurde. Auch bekam das Spiel keine Umsetzung auf einer Konsole. Und das, obwohl das Spiel ziemlich gut ankam. Auch wurde ein Multiplayer für das Spiel angekündigt, jedoch erschien es nie. Die Kritiken fielen deutlich positiver aus als noch beim Vorgänger. Einige Kritiker meinten, dass man sich nun endlich wieder am ersten Teil orientierte und die Atmosphäre wieder in den Vordergrund rückte. Nun ist es wieder schön düster und bedrückend. Man hat endlich erkannt, was die Marke einst ausmachte. Andererseits gab es aber auch Kritik am Gameplay. Kritiker behaupten, dass das Gameplay sich im Vergleich zum ersten Teil kaum geändert hat. Es sei sperrig und veraltet. Das war dann aber schon das Einzige, was kritisiert wurde. Das Spiel wurde zwar deutlich besser aufgenommen als sein Vorgänger, jedoch gab es bis zum nächsten Release eine ziemlich lange Pause. Man geht davon aus, dass der dritte Teil ein finanzieller Flop war. Der erste Teil war ein unglaublicher Erfolg des Teams. Der zweite Teil war ebenfalls ein Erfolg, jedoch war er nicht sonderlich beliebt. Der dritte Teil war dann wiederum beliebt, jedoch sagt man, dass die Verkaufszahlen halt hinter den Erwartungen blieben. Genau weiß man es nicht, da es keine Verkaufszahlen gibt. Jedoch denke ich, dass es nicht umsonst 6 Jahre gebraucht hat, bis ein weiterer Teil erschien. Alone in the Dark, The New Nightmare erschien 2001 für den PC, PlayStation, PlayStation 2, Dreamcast und den Game Boy Color. Anders als die 3 vorherigen Titel wurde The New Nightmare nicht mehr von Infogrames selbst, sondern von einem kleinen französischen Entwicklerteam Darkworks entwickelt. Dieser hatte für das Spiel eine eigene Game Engine entwickelt, die es erlaubte, das Licht der Taschenlampe, die im Spiel eine wichtige Rolle spielt, korrekt auf die 2D-Hintergründe zu berechnen. Alone in the Dark, The New Nightmare ist eine Neuauflage der Reihe und gehört damit nicht zu den ersten 3 Teilen. Zwar geht es hier um teilweise die gleichen Personen und auch die Hauptstränge der Vorgänger werden berücksichtigt und erwähnt, jedoch spielt das Spiel im Jahre 2001 und nicht mehr 1920. Bei diesem Spiel hat man sich eher am ersten Teil orientiert. Man hat wieder die Wahl aus 2 Charakteren, Edward, den man aus den vorherigen Teilen kennt, und Aline. Beide haben jeweils auch einen eigenen Storystrang, die sich manchmal miteinander überschneiden. Wo man mit Edward eher gegen Kreaturen kämpft, konzentriert sich die Storyline von Aline eher auf Rätsel. In dem Spiel befindet man sich unter anderem wieder in einem Herrenhaus. Man hat zudem auch wieder feste Kameraperspektiven, vorgerenderte Hintergründe, Rätsel und Itemmanagement. So wie man es aus dem Genre damals kannte.
Am Anfang des Spiels wird dem Spieler auch gezeigt, dass es hier wieder um Kreaturen geht, die man bekämpft. Auch ist die Taschenlampe ein wichtiger Teil des Spiels. Viele Stellen sind sehr dunkel und es setzt wie der erste Teil auch wieder voll auf Horroratmosphäre. Nur ist dieses Spiel deutlich düsterer als die vorherigen Teile. Als Neustart der Reihe wollte man jeden potenziellen Käufer erreichen und veröffentlichte das Spiel auf so gut wie jeder Plattform, die es damals gab. Das war zugleich auch mein erster Berührungspunkt mit der Reihe und in Sachen Videospielen sogar der einzige. Aber ich weiß, dass ich früher so viel Spaß mit dem Spiel hatte, auch wenn ich es nicht durchgespielt habe, dass ich es mir vor ein paar Jahren nochmal kaufen musste. Und in jedem Video, das ich mache und man mich sieht, sieht man das Spiel auch. Neulich habe ich es mir sogar erst auf Steam gekauft und ich bin mir sicher, dass ich es demnächst nochmal spielen werde. Die Dreamcast-Version war technisch deutlich besser als die PlayStation 1-Version. Und für die PlayStation 2 und die PC-Version fügte man sogar noch Lippenanimationen für die Zwischensequenzen hinzu. Wobei die Tonqualität der PC-Version fehlerhaft war. Die PlayStation 2-Version blieb by the way Europa-exklusiv. Die Game Boy Color-Version des Spiels wurde separat von Pocket Studios entwickelt. Während ältere Handheld-Systeme oft vollständig auf 3D-Umgebungen verzichteten und stattdessen einfach zu rendernde 2D-Sprites verwendete, erzielte der Game Boy Color eine relativ originalgetreue Version des Heimkonsolenspiels. Jedoch musste man hier auf einiges verzichten, um es wirklich so umsetzen zu können. Und zwar wurden hier so gut wie alle Zwischensequenzen aus dem Spiel entfernt. Auch mussten einige Passagen des Spiels verkleinert werden. Auf manche Abschnitte musste man sogar komplett verzichten. Aber man muss schon sagen, für ein Game Boy Color Spiel sieht das hervorragend aus. Fast zeitgleich zur Erscheinung des Spiels erschien auch ein Comic, das die Vorgeschichte des Spiels erklärt. Allerdings gab es den Comic nur auf Französisch und in manchen Ländern wurde er sogar auf Englisch übersetzt. 2012 bekam das Spiel eine Portierung auf der PlayStation Vita und am 8. Februar 2023 wurde das Spiel als einer der ersten Spiele für den Game Boy Bereich auf dem Nintendo Switch Online-Dienst veröffentlicht. Das Spiel kam fast durchweg gut an, die Atmosphäre wie die Grafik sei hervorzuheben. Lediglich die PC-Version bekam durchwachsene Kritiken wegen dem vorher schon angemerkten Soundfehler. Das Spiel war finanziell ein großer Erfolg und verkaufte sich bis 2005 fast 1,5 Millionen Mal. Das Computer Games Magazin nominierte das Spiel sogar als bestes Abenteuerspiel des Jahres 2001, vergab den Preis aber letztendlich an Myst 3 Exile. Bisher hat also nur der allererste Alone in the Dark und dieser hier einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Teil 3 kam zwar gut an, doch war er nicht von Erfolg gekrönt. Doch ab hier änderte sich der Ruf der Marke drastisch. Oh, ich brauch was zu trinken. Oh, jetzt habe ich das Video geliked und geteilt. ...2008 erschien Alone in the Dark, entwickelt von Eden Games und Hydrivation Entertainment. Yep. Zwei Studios entwickelten zwei Versionen des Spiels. Es gab eine Version für die Xbox 360, der PlayStation 3 und den PC und dann gab es noch eine Version für die PlayStation 2 und der Nintendo Wii. Die Version für die ältere Konsolengeneration ist eine deutlich abgespeckte Version des Hauptspiels. Die Grafik sowie die Physik des Spiels wurde deutlich zurückgeschraubt und auch wurden einige Segmente des Spiels komplett entfernt. Und ja, das Spiel ist eine weitere Neuauflage der Marke, in der man Edward spielt, es aber nichts mit den vorherigen Teilen zu tun hat. Hier erwacht Edward in New York und er kann sich an nichts mehr erinnern. Somit geht er auf die Reise, um sich selbst zu finden, während die Stadt von einer Substanz namens Illumination bedroht wird. Die Story wird episodisch erzählt, im Stile von einem Film oder einer Serie. Man kann wohl irgendwie durch Spielabschnitte hin und her springen und wenn man dies macht, bekommt man dann noch eine Sequenz, wie bei einer Serie, sowas wie was bisher geschah. Und dann wird eine kleine Geschichte erzählt. Das Spiel ist aber nicht nur eine Neuauflage der Story, sondern auch das Gameplay unterscheidet sich in allen Belangen von den Vorgängern. Hier gibt es eine Third-Person-Sicht und das Game an sich hat wirklich gute Ideen. Man kann mit fast jedem Objekt interagieren und das als Waffe benutzen. Man kann zum Beispiel ein Schwert von der Wand schießen, damit dann einer Leiche den Arm abschneiden und diese aufheben und als Waffe nutzen. Das möchte ich bitte so in jedem Spiel. Auch kann man Gegenstände miteinander kombinieren, zum Beispiel doppelseitiges Klebeband mit einem Leuchtstab, um es dann an der Wand zu befestigen, um dann eine feste Lichtquelle zu erzeugen. Oder ein Blutbeutel, das man mit einem Messer kombinieren kann, wodurch der Blutbeutel dann Löcher bekommt und man den dann wegwerfen kann, um die Aufmerksamkeit der Feinde von sich zu lenken. Auch gab es eine ausgearbeitete Zerstörungsmechanik des Spiels. Auch das Feuer des Spiels bot so eine gute Darstellung, wie es in keinem Spiel zuvor so gab. Auch die Physik des Spiels waren beachtlich. Das hört sich doch alles ziemlich geil an. Warum ist jetzt ausgerechnet dieser Teil der Untergang der Reihe? Naja, die Ideen waren zwar gut und innovativ, aber zugleich waren sie auch das größte Problem des Spiels. Die Ideen der Physik waren zwar clever, aber funktionierten halt so null. Das Spiel war technisch eine Totalkatastrophe. An jeder Ecke gab es Bugs, die das Spielgeschehen stark einschränkten. Auch war es geplagt von Framerate-Einbrüchen und vieles mehr. Aber selbst wenn wir mal weg von dem technischen Aspekt gehen, das Spiel hat eine unfassbar schwammige Steuerung. Aktionen werden verzögert wiedergegeben und teilweise waren Passagen einfach
einfach nicht richtig spielbar. Und die Story sei absolut belanglos und nur da, um halt irgendwas zu haben. So gut wie kein Gaming-Magazin hatte etwas Gutes über das Spiel zu sagen. Es gab Sätze wie, die Kämpfe sind absolut furchtbar, da das Zielen extrem schwammig ist und die meisten Waffen eh kaum Schaden anrichten. Oder, die Handlung ist so verwirrend und uninteressant und die Charaktere sind ebenfalls flach und uninteressant. Der Publisher Atari Interactive war nicht sehr erfreut über die Rezensionen. Sie drohten einigen Magazinen damit, sie zu verklagen, wenn sie diese nicht von ihrer Webseite nehmen würden. Atari Interactive behauptete, sie hätten eine illegal runtergeladene Version gespielt, weswegen das Spiel so viele Fehler hätte. Die Kritiken wurden aber nie entfernt, aber Atari Interactive verklagte auch keins dieser Magazine. Das Spiel verkaufte sich trotz der Kritik hervorragend. Innerhalb nicht mal eines Jahres waren es schon 1,2 Millionen verkaufte Einheiten. Das Spiel war ein finanzieller Erfolg für die Entwickler. Den Erfolg des Spiels spricht man aber dem Marketing zu. Im gleichen Jahr veröffentlichte man noch eine überarbeitete Version namens Alone in the Dark Inferno. Dies wurde nicht ganz so stark kritisiert. Jedoch hatte man dort den bitteren Nachgeschmack von, man muss sich diese Version halt nochmal extra kaufen. Verkaufszahlen zu dieser Version gibt es nicht. Und wenn es hier noch vielleicht ein Fanboy gab, der Hoffnung hatte und die Marke noch nicht völlig abschrieb, hatte man mit dem nächsten Spiel wirklich jeden, auch so großen Fanboy, die Hoffnung auf eine gute Wiederbelebung der Marke genommen, entrissen, drauf rumgekaut, ausgespuckt und verbrannt, es mit Füßen getreten und was weiß ich nicht alles. Alone in the Dark Illumination hatte mehr als nur unterdurchschnittliche Bewertungen erhalten. Es gab keine Kritik, die auch nur etwas Positives zu sagen hatten. Egal wo, bekam das Spiel eine Wertung von 1,5 von 10 oder bei Metacritics war es eine Wertung von 19 von 100. Man dachte sich wohl nach der Veröffentlichung einer Neuinterpretation, wo die Kritiker schon sagten, es ist leider kein richtiges Alone in the Dark mehr. Yo, lass das nochmal machen. Nur in viel, viel schlechter. Die Marke hatte schon immer Probleme, auf einem Weg zu bleiben. Lediglich die Spiele, die sich an den ersten Teil orientierten, kamen auch wirklich gut an. Also der dritte Teil und der darauffolgende Teil. Und 2015 dachte man sich, den Weg komplett zu verlassen und einen verdammten Multiplayer-Shooter zu veröffentlichen, der selbst als Shooter miserabel funktioniert. Und der sogar um einiges schlechter aussieht als der letzte Teil, der zu der Zeit schon 7 Jahre zurücklag. Eine Reihe, die einst als Pionier des Survival-Horror-Genres galt, ist nun ein generischer, nichts Neumachender. Nein, ganz im Gegenteil, in allem, was er macht, sogar ein viel schlechterer Shooter als all seine Kumpanen. Hier schnetzelt man sich mit bis zu 4 Leuten durch miserabel animierte Feinde. Auf einmal wird aus Alone in the Dark Together in the Dark. Für diesen Witz danke ich dir, Iwanoi. Jeder Charakter hat eine eigene Fähigkeit. Der Priester zum Beispiel kann eine Leuchtkugel erzeugen, die dann von einem Lichtstrahl aus dem Himmel getroffen wird und explodiert. Sorry, wenn ich kein Bildmaterial dazu finde. Ich habe keinen Bock, mich stundenlang durch dieses Material zu klicken, weil das absolut schrecklich ist, aber es hat sich zu lustig angehört, um es nicht mit reinzubringen. Ein reines Actiongeballer mit Explosion ohne Tiefe und es sieht nicht mal gut aus. Oder macht auch sonst nur irgendwas gut? Kritiker schrieben sowas wie, ein uninspiriertes und langweiliges Spiel, das es nicht schafft, das Erbe der Serie zu ehren. Oder, die Grafik ist unterdurchschnittlich, die Levels sind repetitiv und das Gameplay ist langweilig. Nach dem Spiel hörte man so schnell nichts mehr von der Marke, bis dann 2024? Moment. Hinfort mit dir! Bevor wir nämlich weiter über die Videospiele reden, es gibt noch 2 Verfilmungen, also 2, die auf dem Spiel basieren. Es gibt nämlich noch ein paar andere Filme, die so heißen, aber nichts mit dem Spiel zu tun haben. Wie zum Beispiel Alone in the Dark von 1982, in dem es um einen Psychopathen geht. Der Film hat nichts mit der Videospielreihe zu tun. Dann gibt es noch in den 2000er eine Reihe von Schmuddelfilmchen, die sich Alone in the Dark Candy Shop nennen, in dem es jeweils um eine weiße Frau geht, die von einem Haufen Dunkelhäutiger durchgenudelt wird. Das ist mein Humor. Dann gibt es noch Alone in the Dark von 2022. Hier geht es um eine Frau, die alleine in einem großen Haus belästigt wird. Ebenfalls kein Zusammenhang mit den Spielen. Aber ja, dann gibt es halt noch 2 Filme, die tatsächlich auf dem Spiel basieren. Und die schauen wir uns jetzt an. Sorry, dass ich nur eins habe, das andere kann ich an. In dem Film geht es um Edward, den man auch aus den Spielen kennt. Die Atmosphäre ist schön düster und bedrückend. Es ist ein reiner Horror-Thriller. Moment, nein, ist es nicht. Das ist nämlich das erste Drehbuch, das von Blair Erickson geschrieben wurde. Uwe Boll, ein deutscher Filmproduzent, der unter anderem auch für den Far Cry-Film verantwortlich war und sich auch um Alone in the Dark kümmern sollte, sah das Drehbuch und meinte nämlich, nope, das gefällt mir nicht, lass das nochmal komplett umschreiben. Nun ist der Film einer der schlechtesten, die ich je gesehen habe. Der Film ist überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich. Eine Story zum Vergessen. Lächerliche Action-Szenen, die selbst für Trash-Verhältnisse so unfassbar schlecht sind. Zeitlupe, schlechte Kämpfe, Schauspiel, so schlecht, wie ich es selten in anderen Filmen zuvor gesehen habe. So schlecht, dass ich mich regelrecht zwingen musste, den Film auch wirklich vollständig zu schauen. Die Dialoge, 10 von 10. Scheiße. Hast du schlecht geträumt?
Du hattest Käse zum Essen. Meine Mutti sagt, dass man von Käse schlecht träumt. Der Film hat mich zu keiner Minute unterhalten. Es gab lediglich eine Szene, die ich gut fand. Und die ging 5 Sekunden. Hier wurde jemand von einem Viech die Hälfte des Oberkörpers abgerissen. Das war ziemlich witzig. Und der Film hat das schlechteste Ende, das ich je gesehen habe. Ich habe vor kurzem einen Short aufgenommen, das irgendwann die Tage veröffentlicht wird, in dem ich über die schlechteste Videospielverfilmung spreche. Ich muss hiermit meine Wahl nochmal ändern. Nicht nur ist Alone in the Dark die schlechteste Videospielverfilmung, die ich je gesehen habe. Der Film ist generell einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Holy Moly. Der Film hatte ein Budget von 20 Millionen Dollar und spielte in den Kinos 12 Millionen Dollar wieder ein. Auf DVD, zumindest in Deutschland, war der Film erfolgreicher. Dort stieg er nämlich an die Spitze der meistverkauften DVDs. Die Kritiken sind ähnlich wie die meine. Auf Rotten Tomato bekam der Film 1% von 100, basierend auf 123 Rezensionen. Auf Metacritic bekam der Film eine Wertung von 2,2 von 10. Aber der Film gewann wenigstens ein paar Auszeichnungen von den Stinker Bad Movie Awards. Hier räumte der Film einen Sieg nach dem anderen ab. Und Uwe Boll versteht bis heute die Kritik nicht an dem Film. Gut, kümmern wir uns nun um den zweiten Teil. Hierzu muss ich noch kurz erwähnen, ich habe mir den Film mehr als rechtzeitig bestellt. Er sollte eigentlich schon vor 5 Tagen hier eingetroffen sein. Das tat er allerdings nicht. Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen, aber ich kann jetzt an der Stelle ein paar Sätze eines Filmkritikers von filmstarts.de zitieren, die, denke ich, den Zustand des zweiten Teils ziemlich gut verdeutlichen. Es gibt Dinge, die wirklich gar nicht gehen. Ein sensationell mieses Sequel zu einer sonst schon legendär miseratenen Horrorgurke ist bei aller Liebe nicht mehr mit einem Achselzucken, ja mei, abzutun. Irgendwann wird einem sogar der Schwachsinn zu blöd. Ich wollte jetzt auch nicht mehr über den Film lesen, da ich trotz dieser beschissenen Wertung den Film doch noch anschauen werde. Ein Kurzreview folgt dann halt in Form eines Shorts oder so. Ich meine, was soll ich tun? Warum mache ich das nur immer wieder? Und nun erscheint mit Alone in the Dark die 4. Neuauflage der Marke. Nur diesmal kommt bei den Leuten wieder Hoffnung auf. Das Spiel sieht wunderschön aus und es ist ein Reboot des originalen Spiels. Es ist schön düster, es gibt Kreaturen und die Demo des Spiels kam auch ziemlich gut an. Tatsächlich war schon mal ein Remake in der Mache, das auf den ersten Teil basierte und von den Machern von Alone in the Dark 2008 entwickelt wurde. Jedoch wurde das Studio vor der Fertigstellung des Spiels 2013 geschlossen. Schweiß von der Stirn wischen, auch Greenscreen. Alone in the Dark 2024 ist zwar eine Neuinterpretation, doch erzählt das Game keine komplett neue Story, sondern ist eine Erzählung des ersten Teils. Es wird wohl quasi so wie Resident Evil 2 Remake sein. Man werde sich Freiheiten nehmen, um Dinge zu modernisieren, jedoch möchte man die Essenz des Originals beibehalten. Das hört sich gut an, um ehrlich zu sein. Die Entwickler nehmen Rücksicht auf das Original und entwickeln nicht ein vollständig neues Spiel, nur mit dem Namen drauf, das gar nichts mit der Serie zu tun hat und verkaufen es so. Und das hört sich wirklich danach an, als würde die Marke nach gut 20 Jahren endlich mal wieder ein Hoch erfahren. Ich wünsche es mir zumindest. Als Autor der Story wurde Mikael Hedberg gewählt. Der Name sagt euch nichts? Ich helfe euch auf die Sprünge. Er hat unter anderem die Geschichte von Soma geschrieben. Soma hat einer der besten Geschichten, die ich je gespielt habe. Selten hat mich ein Spiel so beschäftigt, wie Soma es tat. Und gleichzeitig entwickelt er auch an dem Spiel. Das und die Tatsache, dass sie zu den Ursprüngen zurückkehren, gibt nicht nur mir, sondern auch den Menschen da draußen Hoffnung auf eine verdiente, gute Wiederbelebung der Marke. Und jetzt kümmern wir uns um das Spiel. Doch das schauen wir uns erst im nächsten Video an. Hau da rein!